Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Pioneers of Pagonia. Weiter geht unsere kleine Reise mit den Siedlern. Und wir haben jetzt schon in der letzten Folge gesagt, wir brauchen ein bisschen... Was ist denn da passiert? Achso, da war... Hä? Ah, okay, das war ein Baumfäller. Warum auch immer der hier ist, aber das wird schon passen. Ja, wie schon in der letzten Folge gesagt, wir hätten ein bisschen mehr besser planen müssen. Aber jetzt wissen wir ja, wie es langsam funktioniert. Und, ja. Wir versuchen mal langsam zu erweitern und zu vergrößern. Um das alles ein bisschen schneller zu machen, brauchen wir halt Rohstoffe. Und deswegen werden wir hier noch in irgendwo einen Steinbruch hinhämmern. Und zwar hier zum Beispiel, dass es einfach nochmal ein bisschen zackiger geht. So, das sagen wir auch jetzt als Priorität. Ihnen sagen wir als Priorität, weil da kommt dann unser Zement her. Und ja, dann dürfte das auch langsam vielleicht ein bisschen zackiger laufen. So, wie sieht es denn hier aus? Er produziert wirklich richtig, richtig gut. Auch von dem Steinmetz sollten wir vielleicht einen zweiten bauen. Warte mal, wir haben schon zwei. Wo ist denn der zweite? Ach, da. Wir haben schon zwei. Okay, dann bauen wir noch einen dritten. Dann bauen wir noch einen dritten, wenn das irgendwo hier hinpasst. Nein, nein. Hier unten wird es noch hinpassen, aber da würde ich jetzt eigentlich nicht hinhaben. Okay, hier können wir es auch hinbauen, aber da würde ich jetzt eigentlich auch nicht hinhaben. Das ist jetzt nicht so schön. Dann würde ich jetzt sagen, bauen wir es doch dahin. So, okay. Also, immer weiter. Wir haben inzwischen 551 Bevölkerung. Nächste Voraussetzung für Neugeborene bei einer Bevölkerung von 750 wirst du insgesamt 15 Genussmahlzeitsqualität benötigen. Okay. Durchschnittliche 551. Okay. Mhm. Oh. Ja, wir haben ein bisschen Stau, glaube ich, hier. Achso, die wollen alle hier dran, ne? Oder ein paar davon. Machen die gerade das Schiff leer, oder was? Scheinbar machen die das Schiff leer. Und legen jetzt alles da rein, oder was? Houston, wir haben Stau. Kann ich hier eine Umgehungsstraße dran machen? Nö. Doch. Ob die da dann langlaufen? Wir gucken mal. Ja, das sieht doch gut aus. Ah ja. Okay, das hat funktioniert. Dass wir das hier oben so ein bisschen entlasten. Das hat funktioniert. Das ist gut. Ist hier immer noch Priorität drin oder warum? Ach so. Ach so. Hm. Ich glaube, das war jetzt das Problem, ne? Weil die Prio noch drin war. So, wie sieht es denn hier aus? Okay. Dip, 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 dip. Weber. Farmer. Sammler. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Leute drin. Die Entdecker sind, glaube ich, nicht mehr so viel im Entdecken. Weberei und Schneiderei ist fertig. Leichte Rüstung. Wir machen auch hier mal von jedem 5 Stück. So. Dass wir auf jeden Fall ein bisschen Vorrat haben. Und genau, ab dafür. Nadelholz. Da fehlt immer noch das Nadelholz. Was fehlt hier? Hier fehlt auch das Nadelholzbalken. Aber da kommen gerade welche. Von daher, da geht es jetzt auch gleich weiter. Der zweite Stein, der dritte Steinbruch ist auch schon fertig.
Baue Holzfällerhütten, ja. Das sollten wir auch mal wieder machen. Aber wie gesagt, ich möchte eigentlich das hier oben gerne haben. Ah ja, okay, die bauen sich jetzt gerade dahin. Das ist gut, das ist gut. So, wie sieht es hier aus? Hier wurde auch noch mal ein bisschen Land erzeugt. Da könnten wir eigentlich schon mal so eine Straße hinbauen. So. Einfach mal so in die Richtung und nach da. So, hier haben wir Kohle, relativ viel Kohle sogar. Hier haben wir nochmal Kalkstein. Kupfer, Kupferstein. Wir könnten hier oben tatsächlich nochmal so eine kleinen Weg hinbauen. Und ich überlege gerade, ob wir hier nochmal einen Steinbruch einfach hinbauen. Dass die hier erstmal die ganzen Steine wegmachen. So. Dass hier die ganzen Steine wegkommen. Okay, und dann habe ich noch eine Idee, die mir jetzt gerade mal spontan eingefallen ist. Mal gucken, ob wir das hier irgendwie hinbekommen. Und zwar hier. Klack, klack. Und zwar hier würde ich einfach die Steine zwischenlagern. Einmal Stein und einmal Stein, Kalkstein. Und des Weiteren würde ich hier gerne lagert Münzen und andere Wertgegenstände. Unterkunft für Handel. Ja, Handeln sollte man eigentlich auch langsam mal machen, wa? Bauen wir einfach mal hier unten hin. Und Handelsposten. Bauen wir auch dahin, so. Handel machen wir also hier unten. Und die Waren. Hier ist die Garnison. Würde ich einfach hier hinbauen. So. Okay, und dann haben wir schon wieder viel zu viele Gebäude im Bau, ne? Ich weiß. Man kennt es langsam. Wir bauen wieder überall und nirgendwo. Was schließen Sie hier Aufgaben ab? Diese Ende gibt es eine, keine Gegner oder andere Dörfer nehmen dir so viel Zeit, wie du willst. Ah, okay. Alles klar. Wir haben hier keine Gegner? Das ist aber traurig. Das ist traurig. Aber wir sind ja noch in der Einführung. Wir gucken jetzt mal die ganzen Aufgaben hier durch und dann sehen wir weiter. Stelle Rucksack her. Baue eine Abenteuergilde. Abenteuergilde? Abenteuergilde. Die passt da nicht. Mann. Auch hier passt die nicht. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Bevölkerung ist schon abgehakt. Baue einen Brunnen. Warte mal, einen Brunnen? Hatten wir nicht eben schon... Ach, das ist gar nicht der Brunnen, den ich gebaut habe, wa? Baue so einen Brunnen. Dahin. So, Brunnen läuft. Gut. So, ja, und die Holzfällerhütten und so weiter, wie gesagt, die würde ich hier oben gerne hinhauen. Aber wir sind hier schon dran. Also, wie man schon unschwer erkennen kann, die sind hier schon fleißig am Neuroden. Also, dass wir hier ein bisschen neues Land bekommen. Die Entdecker sind auch wieder fleißig dran. Hier ist so ein Moorgebiet. Warte mal, kann man in diesem Moorgebiet nicht gut anpflanzen? Nö. Aber hier könnte man wirklich gut anpflanzen. Also, wir müssten auch da langsam hin. Um dann Getreide und so weiter und Brot herzustellen. So, die Akademie ist fertig. Das heißt, wir können endlich hier 10 Wachen herstellen. So. Dafür brauchen die Holzspeere. Wie viele Holzspeere haben wir? Okay, wir brauchen auf jeden Fall nochmal neue Bögen. Schilder brauchen wir auch nochmal neu. Und das da brauchen wir neu. Davon kommen eigentlich auch nochmal 5 und davon auch nochmal 5. So. Gut. Die Leger sind gerade am Machen. Die neue. Die Steinmühle ist fertig. Heißt also, wir kriegen jetzt auch Zement. Sehr gut.
Entdecke Stein, entdecke Sammler. Okay, das ist alles da in die Ecke. Was kann man denn hier anpflanzen? Gucken wir ganz kurz, nicht was wir hier wieder... Also hier hätten wir richtig gutes... Was ist denn das? Keine Ahnung. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken. Es könnte Mais sein, oder? Ist das Mais, was mir da angezeigt wurde? Nee, Flachs. Flachs, Flachs, Flachs. Flachs bearbeitet doch die... Nee. Doch, die Weberei. Ja, ich habe jetzt eigentlich Schneiderei gedacht. Aber natürlich musst du erst weben, dann schneiden. Und von daher könnte man das hier wirklich gut hinmachen. Warte mal, aber wer... Hä? Getreidefarm. So, warte. Die setzen wir dann hier hin. Dann stelle ich daneben auch direkt noch ein Lager hin. Lager. So, wir wollen es ja jetzt ein bisschen anständiger schon machen, ne? Die Frage ist nur, sollten wir dann hier auch ein Haus hinstellen? Müssten wir eigentlich, oder? Aber dann haben die nicht so weite Wege. Wir stellen hier auch direkt ein Haus hin. So, Moment, jetzt muss ich erstmal wieder suchen hier. Nee. Ihr habt doch eben schon 3 Häuser gebaut, da müssen wir hin. 25 Stück. So, warte mal, das bauen wir dann da hin. Dann bauen wir hier noch ein Marktbrunnen hin. So. Dann bauen wir hier eine Nahrungsquelle hin und einen Tisch. So, okay. Das haben wir eingestellt. Dann. So, da. 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 Ich weiß nicht, wie viel wir bauen müssen. Können, sollten. Da. Da. Hier. So, Flachs. 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 Flachs und Flachs. Gut, und dann haben wir das auch. Handelsträger. Und hier kommt die Handelsposten. Den Handelsposten, da bin ich jetzt mal gespannt. Da wir ja keinen Gegner oder keine anderen Dörfer hier haben, ob wir dann trotzdem handeln können. Also mit wem handeln wir denn dann? Das ist die Frage. Erlaubt deinem Handelsträger Waren an andere Dörfer zu liefern oder von dort zu erhalten? Ja, genau, das ist es nämlich. Wir haben keine anderen Dörfer da, also kein Handel. Okay, das war mir fast klar, aber ich wollte es trotzdem testen. Hätte ja sein können, dass wir es irgendwo anders herbekommen, aber nein, ist halt leider nicht so. Okay, so, wie sieht es hier oben aus? Wir werden hier gerade größer. Das ist gut. Okay, wie sieht das Gewusel hier unten langsam aus? Holz ist auf jeden Fall besser geworden. Um Längen besser geworden. Wir haben so langsam ein bisschen Zement. Dann werden die zwei Gebäude auch gleich hoffentlich fertig. Ja, und hier unten sind so fleißig am Werkeln. Din. Kann ich dir sagen, wo du? Ja. Guck mal da. So. Bambalam. Achso, der Steinbruch ist auch schon fertig. 3 Arbeiter sind auch schon drin. Essen gibt es auch. Stein wurde entdeckt. Hm.
Besetzte Wachtürme. 30. Achso, ja, hier, die sind. Hä? Ja, stimmt, 3 Stück fehlen noch. 3 Stück sollen auch noch hergestellt werden. Das ist gut. Auch da geht es vorwärts. Was ist eigentlich das hier? Veteran. Achso, Eisen und Ketten. Mhm. Mhm. Okay, da, also ich glaube, das wird richtig, richtig lustig, wenn du wirklich hier Gegner hast und so weiter. Aber ich finde es jetzt gerade super angenehm, erstmal das Spiel ein bisschen kennenzulernen. Und dann zu gucken, was müsste ich besser machen. So ein paar Sachen habe ich jetzt schon für mich entdeckt, wie gesagt. Aber ich glaube, da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten, um das nochmal ein bisschen besser zu machen. Er wollte Werkzeugschmiede von mir und die Gilde. Die Gilde war Abenteuergilde, habt ihr gesagt, ne? Genau. Ich glaube nämlich, eine Abenteuergilde habe ich doch eben richtig gelesen. Genau, bildet und stattet Abenteurereinheiten aus. Genau das. Rüstungsschmied, Waffenschmied. Ich glaube, aktuell haben wir wirklich ein Problem. Und zwar wegen den Laufen. Also, ich glaube, es läuft schon gut, aber es könnte viel, viel besser laufen. Mit zum Beispiel hier so Sachen wie Flachs hier einlagern und bla bla bla. Weil das Steindingen müsste hier auch relativ voll sein. Ja, guck, das sind 59 Steine, die hier drin sind. Hier ist Kalkstein und so haben die halt einen viel kürzeren Weg, das Zeug immer einfach von A nach B zu schleppen. So, das ist komplett. Ja, mit denen ist halt blöd, ne? Wohnhäuser, Marktplatz. Okay, da unten sind sie fleißiger bauen. Also da braucht man gar nichts machen. Die Schatzkammer hat leider gar nichts. Wir sind arm. Wir sind noch arm. Schmelzhütte. Warum habe ich die eigentlich gebaut? Gibt es überhaupt noch Tiere? Jagdtiere. So, hier oben wird es langsam immer besser. Wir haben schon ein bisschen was gewonnen. Aber leider noch nicht so viel. Könnten wir ihm auch sagen, er soll doch bitte erst dich hier drum kümmern, bitte? Dann würden wir nämlich auch ein bisschen größer in dieser Ecke. Warum läufst du denn so komisch herum? Alles gut? Musst du aufs Klo oder was ist los? Wo will er denn hin? Und warum läufst du so? Also ich glaube, er muss aufs Klo. Ach so, er wollte einfach nur zurück zu seinem Wachposten. Okay, ja gut. Ja, das kann man jetzt auch mal so sehen. Na gut. Na gut. Zoe. Das haben wir. Ich überlege gerade. Wir haben hier so viele. Was machen wir eigentlich mit dem Kürbis? Können wir mit dem Kürbis? Wird der Kürbis gefressen? Was macht man mit Kürbis? Verfügbar reserviert. Okay, dann scheint das ja gegessen zu werden. Die Windmühle ist fertig. Die Windmühle ist fertig. Und sie kriegen auch direkt Weizen. Die sieht ja irgendwie ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also die sieht wirklich richtig, richtig cool aus. So. Okay. Ja, Freunde. Ich bedanke mich schon wieder.
Die Folgen gehen zurzeit so schnell um, das ist unbeschreiblich. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder, wenn ihr denn Lust habt. Und bis dahin, tschüss.